Die Alten früher hatten keine Gewehre, sie hatten nur Speere. Es gab den Jaguar, der die Menschen tötete. Tropische Regenwälder zählen zu den artenreichsten Lebensräumen auf unserem Planeten. Trotzdem gehören sie zu den am wenigsten erforschten Regionen der Erde. Und es gab Schlangen, die die Menschen bissen und töteten. Die Bäume trockneten aus, fielen um und stürzten auf die Menschen. In Französisch-Guayana sind 1000 Quadratkilometer Regenwald ausschließlich für die Wissenschaft reserviert. Die Forscher wollen herausfinden, wie das System Regenwald funktioniert. Eine komplexe Fragestellung, zu der Regenwaldforscher weltweit in aufwendiger Kleinarbeit Informationen zusammentragen. Was treibt diese Forscher an? Welchen Geheimnissen sind sie auf der Spur? Das Licht in der Nacht sucht etwas Bestimmtes. Philippe Gauchers Spezialgebiet sind die Frösche des tropischen Regenwaldes. Seit 3 Jahren zieht der 42-jährige Herpetologe nachts im Naturschutzgebiet Les Nourages los, um Froschgesänge auf Tonband aufzunehmen. Das ist ein Glasfrosch. Er lebt in der Nähe von Bächen, auf Büschen und Bäumen, so in 3-4 Metern Höhe und ist ausschließlich nachtaktiv. Er legt seine Eier an der Unterseite von Blättern ab, die über Bächen wachsen. So fallen seine Kaulquappen, wenn sie schlüpfen, direkt ins Wasser. Und da haben wir einen ihrer gefährlichsten Gegner, Spinnen. Die schleichen sich mit ihren extrem langsamen Bewegungen unbemerkt an, um dann blitzschnell zuzuschlagen, sobald sie nah genug an der Beute sind. Die Chance, etwas ganz Neues zu finden, ist Philippes Motivation, jede Nacht aufs Neue loszugehen.